Hallo ihr süßen Puppies, ich bin's, eure Jurassica Parker, live aus Berlin, diesmal sogar live von mir zu Hause aus einem Teil meiner Wohnung. Wer genau hinguckt, er sieht sogar dort hinten meinen Mülleimer. Aufregend. Aber ich habe heute für euch eine Produktempfehlung. Ich war nämlich neulich im Supermarkt meines Vertrauens. Jetzt habe ich gerade auf meinen Glastisch gespuckt. Meines Vertrauens. Und mir ist dort ein Produkt entgegengestoßen. Das muss ich euch unbedingt zeigen. Das habe ich mir auch gleich gekauft. Es ist ein Sekt, aber kein normaler Sekt. Der Sekt heißt Wöf Alban Sekt. Und hier unten ist schon eine kleine Hinweisung dazu, wie man diesen Sekt genießen soll, nämlich Drink on Ice steht da drauf. Und da wurde ich natürlich neugierig, weil ich bin ja absolute Sekt auf Eis-Verfechterin und Genüsslerin und habe da mal hinten auf die Flasche raufgeguckt und da steht als, ja, ich möchte sagen, als Werbetext, steht hinten drauf: Entdecken Sie diese neue Art, Sekt zu trinken. Nehmen Sie ein großes Weinglas, füllen Sie dies mit Eiswürfeln und geben Sie den Sekt darauf. Kühler, prickelnder Drink, Genuss pur. Wow. Das ist, finde ich, eine ganz, ganz neue Idee von der Firma. Ja, die Firma hat sich schon selber gar nicht mal raufgeschrieben, weil denen ist das wahrscheinlich selber peinlich. Das ist also ein Sekt auf Eis. Sekt. Fertig in der Flasche. Eine fantastische Idee für einen fantastischen, fast schon bodenlos unverschämten Preis für 7,99 Euro wurde der hier verkauft. Ich werde jetzt einfach mal der Anleitung folgen und werde mir jetzt ein Sekt auf Eis Sekt kredenzen. So, nehmen Sie ein großes Weinglas. Da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Ich freue mich schon den ganzen Tag drauf. Das Geräusch verbreitet in mir Lebensfreude. So, dann, warte mal. Füllen Sie dies mit Eiswürfeln. Natürlich da schon mal was vorbereitet. Naja, ist jetzt nicht so viel. So, naja, freue ich mich schon. Schon alle. Viel ist ja nicht drin. Also ihr Süßen, von daher kauft euch alle den Sekt auf Eis Sekt und dann genießen wir den zusammen auf meiner nächsten Veranstaltung. Und ich sage Prost, I love you und Ding Döngchen. Lecker. Bye. Sharing is caring.